Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal ein sehr nützliches Gerät vorstellen. Und zwar ist das ein Nagellack-Shaker eigentlich, aber der eignet sich auch wunderbar, um unsere MIG-Farben oder die kleinen Acrylfarben oder die Vallejo-Farben und ich glaube auch Tamiya-Farben passen hier auch rein. Also das sollte wunderbar gehen. Ja, warum ein Shaker? Weil man kann es doch auch selber machen. Natürlich kann man auch selber die Farben aufschütteln, dass das Lösungsmittel und die Farbpigmente, dass sie sich schön vermischen. Aber das kann mitunter schon mal 2 Minuten dauern, wenn man hier oder schüttelt und wenn man eine Figur bemalt und man hat dann 10 dieser Fläschchen, da kriegt man schon mal einen langen Arm. Selbst wenn hier Metallkugeln drin sind oder meinetwegen auch eine Edelstahlmutter. Wie auch immer, um das Ganze zu beschleunigen. Oder nicht zu beschleunigen, sondern zu begünstigen, dass die Farbe besser gemischt wird. Ich zeige euch das einfach mal, wie das Ganze vonstatten geht. Also das Ding ist ein kleines, kompaktes Gerät, braucht ein bisschen Strom. Ich habe den hier direkt aus China bestellt, von dem Shop Wish. Der eine oder andere kennt das vielleicht, aber diese Geräte gibt es auch bei eBay und Amazon für relativ schmales Geld. Oder vielleicht hat der eine oder andere einen China-Shop in der Innenstadt oder generell in der Stadt, wo er wohnt. Da gibt es die für roundabout 20 Euro. Und ja, klar. Also ich muss sagen, für mich ist es eine gute Investition, weil ich habe auch viele Mittelchen. Gut, das ist jetzt hier. Das Engine Oil von MIG. Das will ich nicht aufschütteln, aber ich habe hier, das kann ich gleich auch mal machen. Das sieht man sehr schön, das Light Rust. Also da ist wirklich die Pigmente sind hier unten drin und das Lösungsmittel schwimmt hier und ich müsste schon ein bisschen schütteln, dass sich das alles wieder vernünftig vermischt und jeder weiß ja von uns, Zeit ist Geld. Also für mich jedenfalls. Und wenn die Maschine arbeitet, habe ich Zeit für andere Sachen. Ja, hier habe ich zum Beispiel auch eine alte Vallejo-Farbe. Da muss ich sagen, das ist ein Silber. Die stand lange rum, wurde lange nicht benutzt. Und die wollen wir einfach mal aufschütteln jetzt, um zu gucken, wie sie denn danach aussieht. Ich nehme hier dann auch mein Taschentuch, da können wir gleich mal einen Tropfen drauf machen. Alles klar, so jetzt nicht erschrecken, das ist ein bisschen laut. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert ist. Ja, also wir sehen hier einen schönen metallischen Fleck, kein Lösungsmittel mehr. So, und das gleiche kann man hier kann man das sehr schön sehen an diesem Mittelstone, weil da ist das Trennmittel, das ist so ein helles Grün. Ich mache hier mal einen Tropfen drauf. So, das seht ihr so Neongrün. Wenn ich das jetzt ja einmal durchschüttel, so eine halbe Minute. Dass die Farbe jetzt schon relativ fest ist, weil wenn ich schüttel hier, hört man auch die Kugel nicht. Das heißt, die müsste schon ein bisschen länger mal in dem Shaker bleiben. Aber ich gucke mal eben, wie das jetzt hier sich verhält. Wir haben hier immer noch das Trennmittel. Der ist noch nicht fertig. Gerne immer, weil manchmal erkennt man den Farbton nicht
Unbedingt, wenn man das Lösungsmittel sieht. Und jetzt haben wir schon gesehen, das ist schon besser vermischt, aber noch nicht richtig gut. Es könnte noch ein bisschen länger da drin ist. Mal sehen. Oder habe ich ja gar keinen Ball reingemacht? Dann machen wir noch mal in einen rein. Das ist nämlich natürlich auch von Vorteil. Das kann man auch ganz einfach machen. Diese Fläschchen, die sind jetzt nicht fest verschlossen. Den Deckel kann man abziehen. Und dann gibt es hier so Stahlkugeln. Oder man nimmt halt Edelstahlmuttern. Das kann man auch nehmen, die sind ein bisschen günstiger. Aber ganz wichtig ist, dass es Edelstahl ist. Da euch sonst das in der Farbe anfängt zu rosten. Ja. Ja. Jetzt vermischt sich das auch alles ein bisschen besser. So, ich sagte, wir haben hier Pigmente. Die sind noch nicht, Pigmente sei schon ein Wash, das ist noch nicht richtig gemischt. Das machen wir vernünftig mal zu, also um jetzt mal hier eine andere Flaschengröße zu haben. Und auch die lassen wir erstmal. Und jetzt sehe ich schon hier, das ist alles jetzt ein Farbton. Ja. Falschen Pinsel. Ja, schön durchgemischt, nichts klar, nichts mehr klar. Funktioniert wunderbar. Ja, natürlich. So als kleines Fazit muss ich sagen, ist vielleicht für den einen oder anderen nur eine Spielerei. Für mich ja auch, aber ich habe mir das Ding mal geholt, weil die Anschaffung von roundabout 20 Euro haben mich jetzt nicht umgebracht. Und ja, ich finde, das ist ein nettes kleines Gadget, was mir die Arbeit ein bisschen erleichtert, weil ich kann mir die Farbe aufschütteln, während ich was anderes mache. Und das Geklöter, das stört mich jetzt auch großartig gar nicht. Ja. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video auch ein kleines bisschen informativ. Das ist jetzt mal so ein bisschen abseits vom Modellbau, was man halt an anderen Hilfsmitteln oder aus anderen Bereichen vielleicht hier in unserem Bereich auch noch anwenden kann. Ja, wenn mir wieder was einfällt, was man ummünzen kann, werde ich da euch auch gerne informieren, werde ich ein Video von machen. Als Fazit jedenfalls nochmal, dieses Gerät, ja. Hat sich für mich doch gelohnt und Kaufempfehlung. Ich sag mal, ist es eine Kaufempfehlung. Wer jemanden, der das über hat und das ausgeben möchte. Also, in diesem Sinne wünsche ich oder bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann, tschüss.